Immer mehr von uns entscheiden sich für eine Riester-Rente. Denn die normale Rente reicht bei immer weniger Menschen zum Leben. Mittlerweile gibt es fast 12 Millionen Riesternde in diesem Land. Und die Turbulenzen an den Finanzmärkten heizen das Geschäft weiter an. Aber Vorsicht! Nach unseren Recherchen geraten Sie mit Riestern, sofern bei einer Versicherung abgeschlossen, in die Falle der firmeneigenen Rechentrickser. Will sagen, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung können Sie dort Geld verlieren. Viele Versicherte müssten über 100 Jahre alt werden, um den Garantiezins zu erreichen. Vom übrig bleibenden Geld fließt eine gehörige Portion in die Taschen der Versicherungen, wie unser Autor Olaf Kumpfert herausgefunden hat. Familie Zorzi macht sich, wie viele andere auch, Gedanken über die Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente, so fürchten sie, wird nicht reichen. So wollen sie eine Zusatzversicherung abschließen, eine Riester-Rente. Ich denke mal, so 3-4% werden da wohl bei rumkommen, hoffe ich. Auch bei der Garantierten. Bei der Garantierten, ja. Bis zum Rentenbeginn in 16 Jahren muss er monatlich Beiträge zahlen, anfänglich rund 147 Euro. Hinzu kommen staatliche Zuschüsse. Dafür wird ihm eine monatliche Zusatzrente von knapp 107 Euro garantiert. Doch Zorzis Renditehoffnungen werden nicht erfüllt, sagen Experten. Wir haben den Vertrag analysiert und geschaut, welche Rendite würde Herr Zorzi erreichen, würde er gerade so alt werden, wie es ihm das Statistische Bundesamt prognostiziert. Das Ergebnis? Verlust, knapp 2%. Dieser Verlust hat Gründe. Die sind im Kleingedruckten versteckt. Denn Peter Zorzi zahlt bei Abschluss des Vertrages für Provision und Verwaltungskosten. Wie viel genau, hängt von der Versicherungsgesellschaft ab. Experten kritisieren mangelnde Transparenz. In Sachen Kosten bleibt der Kunde im Dunkeln stehen. Er hat keine Chance einzuschätzen, wie stark dieser Vertrag mit Kosten belastet ist. Um ihre Kosten zu decken, kassieren die Versicherungen bis zu 20% der Beiträge. Und nur auf den Rest wird ein Zins von 2,25% garantiert. In den Genuss der Mindestrente kommt Peter Zorzi nur, wenn er sehr alt wird. Denn Zusatzgewinne wie Überschussbeteiligungen sind nicht garantiert. Um bei diesem Vertrag wenigstens die eingezahlten Beiträge und die staatliche Förderung zurückzubekommen, muss er 87 Jahre alt werden. Dann liegt seine Rendite bei 0%. Die garantierte Mindestrendite von 2,25% erhält er erst im Alter von 103 Jahren. Wird er nur so alt wie der Durchschnittsdeutsche, 82 Jahre, macht er mit der Riester-Rente einen Verlust von 1,6%. Wir machen eine Stichprobe bei den größten Versicherungen. Wir lassen uns Riester-Angebote für eine Familie mit zwei Kindern vorlegen. Beispiel Hamburg-Mannheimer. Garantiert ist, auf die eingezahlten Beiträge und die Förderung müssen wir mindestens 2,25% Zinsen zahlen. Das haben Sie sicher und es gibt eine satte Rente. Ja, aber nur, wenn man über 94 Jahre alt wird. So alt wird gerade mal einer unter 466 Deutschen. Wir fragen nach bei der Hamburg-Mannheimer. Hier verweist man auf die Überschussbeteiligungen, die bei der Renditeberechnung zu berücksichtigen seien. Verschwiegen wird, dass Überschüsse nur in guten Zeiten erzielt werden. Einzig die garantierte Rente ist die Leistung, auf die der Kunde einen gesetzlichen Anspruch hat. Die Werte inklusive Überschussbeteiligung sind unverbindlich und können erheblich niedriger ausfallen oder gar vollständig wegfallen. Der Experte hat bei unserer Stichprobe errechnet, auch bei den anderen privaten Versicherungen muss der Kunde 95 bis 100 Jahre alt werden, um den garantierten Zins tatsächlich zu erhalten. Unsere Analyse zeigt, dass, betrachten wir die garantierten Renten, der Kunde, der durchschnittlich verstirbt, meist noch nicht einmal die Beiträge herausbekommen hat, die er selber eingezahlt hat. Ganz zu schweigen von den Zulagen, die der Steuerzahler zusätzlich aufgebracht hat. Das Renditeprofil dieses Vertrages zeigt also, oft wird es ein eher schlechtes Geschäft sein. Aber ein gutes für die Versicherungsgesellschaften. Damit das so bleibt, zimmert man sich entsprechende Statistiken. Das Statistische Bundesamt geht bei heute 50-Jährigen von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von rund 82 Jahren aus. Die Versicherungen kalkulieren für die Riester-Renten mit einer Lebenserwartung bis zu 91 Jahren. Knapp 10 Jahre mehr. Die garantierte Rendite gibt's erst im hohen Alter. Wir fragen bei den Versicherungen nach. Ihr Gesamtverband erklärt, Zitat: Lebensversicherer müssen bei der Kalkulation der garantierten Leistungen im Unterschied zum Statistischen Bundesamt vorsichtig und mit ausreichenden Sicherheitsmargen rechnen. Dazu sind sie auch aufsichtsrechtlich verpflichtet.
Das heißt aber nicht, dass diese Sicherheitsmarge gleich 10 Jahre betragen muss. Beispiel: Die Kölner Pensionskasse rechnet gerade mal mit 2 bis höchstens 3 Jahren über dem Sterblichkeitsdurchschnitt. Anders als die Versicherungskonzerne sind Pensionskassen nicht gewinnorientiert. Wir müssen weder Aktionärsinteressen noch im klassischen Sinne Vertriebsinteressen steuernd berücksichtigen und können deswegen alle erwirtschafteten Überschüsse ungeschmälert der versicherten Gemeinschaft zugutekommen lassen. Die großen Versicherer dagegen achten auf ihren Profit, sagen Verbraucherschützer. Wenn die Menschen nicht so alt werden wie kalkuliert, dann bleibt am Ende Geld übrig. Dieses Geld fließt zu einem gewissen Teil an die noch lebenden Versicherten, aber 25% bleiben bei den Versicherungsgesellschaften und sie vereinnahmen das praktisch ohne Gegenleistung. Die Versicherungsgesellschaften stecken also 25% der Versichertengelder als Gewinn ein, zu Lasten der Kunden. Für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, ist das kein Problem, denn es gehe um einen, Zitat, angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Kunden und denen der Aktionäre. Wir fragen auch im Bundesfinanzministerium nach. Schriftlich teilt man uns mit, die Riester-Rente lohne sich, die Versicherungen handelten korrekt. Zitat: Die Versicherer müssen aus Sicherheitsgründen mit hohen Lebenserwartungen kalkulieren. Für uns ist die jetzige Situation gänzlich inakzeptabel. Es kann nicht sein, dass bei diesen Produkten Lebenserwartungen unterstellt werden, die die Masse der Bevölkerung, an die sich diese Produkte richten, wahrscheinlich nicht erreichen und die dann dazu führt, dass für die Masse der Bevölkerung so ein Riester-Vertrag zu einem Minusgeschäft werden kann. Peter Zorzi überlegt sich nun, auf einen Riester-Vertrag zu verzichten. Im Übrigen ist die Riester-Rente vor allem eine lohnende Altersvorsorge für Ihren Berater. Denn häufig zahlen Sie lange Zeit erstmal nur in dessen Taschen.